Moin, Leute, da sind wir wieder. Dann wollen wir doch mal weiter machen. Wir waren ja hier noch dabei, den ganzen Klumpatsch irgendwie rauszudübeln. Das werden wir natürlich auch weiterhin dann erstmal machen. Ja, mir wurde ja schon vorgeworfen, ich fange nie mit dem Dorf an. Doch, doch, mit dem Dorf fange ich noch an. Das war ja versprochen, dass das mit in diese Staffel mit reinkommt. Und von daher, keine Panik, Leute, das passiert noch alles. Ja, dann wurde mir auch mal wieder vorgeworfen, hey, du bist ja nur noch unter Tage, irgendwie nur noch unter der Erde. Ja, auch das wird sich dann natürlich ändern, sobald wir dann das Dorf in Angriff nehmen. Was übrigens gar nicht mehr ganz so lange dauert, aber ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, ne? Hier, es war ganz eindeutig angesagt, erstmal wenigstens hier außen rum, so wie es hier jetzt aussieht, das wenigstens erstmal fertig zu kriegen für diese beiden Etagen. Den Innenraum, der wirklich zeitlich gesehen viel, viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, da werden wir uns dann so zwischendurch mal drum kümmern. Da werden wir dann simultan am Dorf bauen und das in der Mitte rauskloppen. Also ich denke mal, damit habe ich euch jetzt einen überschaubaren Zeitrahmen doch irgendwie schon halbwegs vorgelegt. Hier die Ecke, ja, da ist wieder ein bisschen scharwierig. Da müssen wir aufpassen, da müssen wir uns mal drum kümmern. Dass wir da noch Glas reinwerfen. Ich glaube aber, wenn ich mal in mein absolut überfülltes Inventar gucke, ja, wir haben gar kein Glas mit. Na gut. Glowstone geht uns mittlerweile auch aus. Ja, dann noch eine Sache zu den Folgen. Ich habe im Moment echt keine Zeit, so aufzunehmen, wie ich gerne aufnehmen möchte. Ich kann schon nicht am Technik-Let's Play teilnehmen. Die anderen sind bestimmt schon alle ganz sauer auf mich, weil ich da auch nicht ins Forum reingeguckt habe. Aber ich habe einfach abends, wenn ich von der Arbeit komme, da habe ich einfach keine Zeit mehr, dann da reinzugucken. Da bin ich dann auch zu kaputt und da mag ich dann einfach auch nicht mehr. Im Moment bin ich also jobmäßig sehr eingebunden. Und ja, von daher gibt es dann natürlich auch keine Technik-Let's-Play-Folgen. Amiga hatte ja gesagt, dass er da irgendwie was mit mir machen wollen würde, wenn es denn darum geht, mit den Turtles irgendwas da zu machen. Das werde ich dann natürlich gerne in Anspruch nehmen. Das war so ein Kommentar, den er da unter das Video gepostet hat, denn ich kenne mich damit auch nicht so super aus und vielleicht kann er uns die ganze Geschichte ja mal ein bisschen näher bringen. Kann uns dann mal vorstellen, so was es da so alles gibt an lustigen, guten Miner-Programmen. Denn das wäre natürlich auch noch was hier für die Supervolt. Man stellt das Ding an und ja, geht Kaffee trinken sozusagen. Und das Ding, das minert lustig vor sich hin. Das ist also, ich finde das eine ganz nette Angelegenheit, eine ganz nette Geschichte. Mir gefällt sowas eigentlich ganz gut. Aber ich wollte das ja von Hand machen und von daher muss ich es dann natürlich auch von Hand machen. So, ja. Gut, wir haben dann hier erstmal soweit fertig, würde ich sagen, wie wir fertig haben können. Ich würde sagen, wir kümmern uns dann mal darum, dass wir hier noch ein bisschen Glowstone einerseits an Land kriegen, andererseits, dass wir hier noch Glas an Land kriegen, denn ja, hier, da müssen auch wieder Steine raus und da muss Glas rein und verdammt, ich weiß jetzt noch nicht mal, was haben wir denn im Augenblick? Haben wir Tag? Haben wir Nacht? Kann ich ja hier oben auch noch nicht sehen, weil da ist ja auch noch nichts passiert. So, haben wir irgendwas im Ofen? Ja, Glas. Und nochmal Glas. Das ist Chain, Chain, Chain. Und was haben wir hier? Hier haben wir nur Steine drin. Dann würde ich sagen, schmeißen wir den anderen Klumpatsch hier rein. So, zing, zing, zing. Und noch ein bisschen Erde. Und da auch noch. Und fertig. Gut, jetzt haben wir wieder irgendwie einmal Kohle. Super. Haben wir denn irgendwo Eisen? Nö, das ist Holzkohle. Glas wird nicht reichen. Da müssen wir auf jeden Fall noch was nachlegen. Machen wir mal. Ach, wir nehmen mal einfach alles mit. Und warum? Weil wir es können. So, die Kohle, naja gut, okay, schleppen wir sie mit.
Ach Quatsch, da haben wir ja noch Glowstone. Mensch, Leute, Leute, Leute. Habe ich schon wieder glatt übersehen. So, dann wollen wir doch mal. Ach verdammt, die hätte ich rausschmeißen können. Die Cobblestones. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, aber macht auch nichts. Alles halb so wild. Gut, hier, wo wir dann natürlich noch die ganz normalen Steine verlegen können, da werden wir das natürlich in Anspruch nehmen. Das heißt, da werden wir ganz normal die Steine verlegen. Und da, wo dann nichts mehr drüber ist, da werden wir dann halt auch ganz normal anfangen, Glas zu verlegen. So. Und das sollte ja jetzt dann eigentlich demnächst in diesem Kino sollte das anfangen, dass hier drüber dann irgendwie nichts mehr zu holen ist. So, da wundert... Ja, ich wunderte mich die ganze Zeit. Verdammt, wo bleibt der Wassereinbruch? Da ist er. Gut, okay. Da haben wir dann das erste Glas. Ja, da fangen die Vögel auch gleich wieder an rumzuschreien. Hier noch nicht. Da kommt noch Stein. Ding, ding, ding. Und ich denke mal, dann geht das hier weiter. Lustig mit Wassereinbruch. Jawohl. So, zack, zack. Glas, Glas. Ihr merkt schon, das gestaltet sich alles gar nicht ganz so einfach. Aber wir sind ja noch gar nicht draußen. Das heißt also, da fehlt noch was. So. Erstmal drauf hier. Zack, 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 zack und zack. Gut, das bedeutet, da einen Stein hin und da Glas. Und da ein Stein und da ein Stein. Dann den raus. Da kommt Glas daneben und da kommt Glas daneben. Da kommt Stein, Stein. Dann Glas, Glas. Und jetzt sollte auch das Wasser langsam mal aufhören. Also ihr seht schon, das wird richtig klasse aussehen. Wenn wir es denn hinbekommen. So, den raus und Glas rein. Dann sind wir denn hier? Ah ja gut, okay, da müssen wir dann aufpassen. Da müssen wir dann auch, wenn es denn dann soweit ist, müssen wir hier noch einen Glowstone reinsetzen. Achso, ich habe da Glas vergessen. Ich wunderte mich schon, verdammt, warum hört denn das Wasser nicht auf zu fließen? So, jetzt brauchen wir mal den Glowstone. Tsching, da kommt er hin. So, das raus, das raus. Da kommt Stein, 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 Stein. Dann den Sand raus. Das ist gar nicht schlecht, dass wir Sand dazu kriegen. Kriegen wir gleichzeitig auch wieder... Na, ist das richtig da drüber? Ja, da habe ich ein Glas gesetzt. Das sieht man. Gut. Soweit erstmal, soweit so gut. Das Ganze zieht sich dann natürlich hier in dieser Ecke weiter. Um genau zu sein, zieht sich das dann bis hier hinten in diese Ecke rein. Aber ihr merkt schon, das ist jetzt halt nicht ganz so schnell, ganz so einfach zu bauen. Da muss ich dann doch mal das ein oder andere Mal überlegen, wie es denn nun genau gebaut wird. Soll ja auch schön aussehen. Und Fehler möchte ich, wenn es geht, vermeiden, möchte ich nicht mit drin haben. So, zack, zack, zack. Ding, ding, ding. Ja, der war natürlich sehr schön. Mit dem letzten Stein noch so klackfalsch. Boing. So, hier haben wir ja dann schon den Abgang. Zugemacht haben wir ja soweit alles. Da kann nichts passieren. Sollte jedenfalls nichts passieren. So, bing, bing, bing. Runterlaufen kann das Wasser jedenfalls nicht. So, und dann brauchen wir Glas, Glas. Und zum Glück haben wir den, ich kann fürchterlich lange unter Wasser tauchen, Helm. Hallo? Jetzt. So, und jetzt müssen wir hier nur noch einen dazwischen setzen und dann können wir da klack, klack, klack. Einfach noch ein paar mit zwischensetzen und dann passt das schon wieder. So, zing, zing, dat raus, dat raus. Dann das raus.
Und ich glaube, wir haben auch gerade Nacht. Das ist immer so ein bisschen ungünstig. Ich hoffe, uns fällt hier kein Monster auf den Kopf, indem es einfach hier mal so reinfällt. Da noch und da noch und da noch. So, und jetzt sollte das auch ein Ende haben, erstmal hier mit dem Wasser. So, liegt hier noch irgendwas rum? Nö, liegt nicht mehr. Prima, prima. Aber dann müssen wir jetzt uns drum kümmern. Das geht raus und das geht raus. Und da kommt dann Glas. Das ist falsch. Aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. So, da Glas, da Glas, da Glas und da Glas. Und das Glas ist dann natürlich falsch. Da kommt ein Stein hin. So. Aufgesammelt haben wir alles. Gut, okay, das ist dann hier schon mal so die erste Ecke, aber hier drüben geht's dann, hier drüber geht's dann natürlich noch weiter, denn wir müssen ja noch eine Etage, müssen wir noch, uns noch nach oben buddeln. Und wie gesagt, da ist ja noch nicht ganz Ende Gelände, da geht das ja noch ein bisschen weiter. Da wird dann noch mehr Glas gesetzt und wie gesagt, ich kann es euch versprechen, es sieht echt klasse aus. So, bing, bing, bing. Klack, klack, klack. Ding, ding, ding. Und, ja, Wassereinbruch. Stein, Stein. Da müssen wir dann sowieso mal gucken, wie wir das machen. Ob wir das dann hier mit dem Glas drin lassen oder auch nicht. Ich glaube eher nicht, denn ich habe da jetzt einen gedanklichen Fehler drin gehabt. Und zwar wird da ja noch eine Etage drüber kommen. Das heißt, das wird also im Zweifelsfall gar nicht so bleiben mit dem Glas. Denn eigentlich sollte das ja nur die Außenwand betreffen. Das mit dem Glas. Da bin ich jetzt einem Fehler aufgesessen. Aber naja, gut, okay, was soll's. Können wir ja mit leben, können wir ja mit umgehen. So, aufheben können wir später. Wie ist denn das nun? Ich versuche hier gerade krampfhaft nach draußen zu tauchen. Hallo? Keine Monster? Schön. So, der muss auf jeden Fall raus und der muss auf jeden Fall raus. Da kommt egal wie Glas hin. Hallo, tauch doch. Ja, ihr merkt das schon. Unter Wasser ist immer gar nicht so einfach. Nee, der war falsch, 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 falsch. Ah, ich liebe ihn, diesen Unterwasser. Ich kann lange tauchen, Helm. Der ist primär. So, und so, und so, und so, und so, und so, und ja, wir machen es jetzt einfach erstmal mit Glas. Im Moment haben wir noch genügend Glas, da ist es gar nicht so wild. Da können wir das auch ruhig mit Glas machen. Hallo? Man schwimmt hier aber auch wirklich fürchterlich durch die Gegend. Das ist gar nicht so einfach mit dem Baum. Ich versuche hier echt mein Bestes. Nein, der war natürlich vollkommen falsch. Da müssen wir mal gucken, haben wir irgendwo. Ah, Sand haben wir sogar eine ganze Menge dazu gekriegt. Denn ich hätte schon ganz gerne, so wie es auch sein sollte. Ach, da ist das. Gut, jetzt sollte aber Ende sein. Gut, der kommt aber egal wie, der kommt auf jeden Fall raus. So, zack. Normale Steine haben wir noch. Bing, 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 bing. Bing, 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 bing. So, hätten wir das auch schon mal geschafft. Ja, ich denke mal hier, das Glas, wenn wir dann da drüber sind, dann werden wir das höchstwahrscheinlich wieder rausnehmen und dann wirklich nur die Außenwand lassen. Denn hier kommt ja noch eine Treppe hin und hier kommt ja auch noch eine Treppe hin. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören. Essen müssen wir auf jeden Fall nochmal schnell. Zack, zack, schnell einen Happen-Pappen eingeworfen. Die Tools sehen soweit eigentlich ganz gut aus und ich glaube, ich meine, wir hätten jetzt hier wenigstens erstmal hier unten schon mal die erste Runde fertig, fehlt nur noch die zweite.
Gut, dann bleibe ich hier mal stehen, sage erstmal Tschüss bis zur nächsten Folge und dann ja, werden wir oben auf jeden Fall noch fertig machen, den Rundgang, und dann werden wir uns mal mit dem Dorf beschäftigen. Ich sage derweil erstmal Tschüss, macht's gut.